Sie wollen, wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen. Es genügt ein kleines Jahr und der Stein ist nicht mehr da. Oh, wär das Vergnügen, oh, wär das Leben schön, schön, schön. Oh, wär das ein Vergnügen, einmal ohne Stein durch diese Welt zu gehen. Wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen, der auf meinem Herzen liegt und schon einen Cent verwiegt. Oh, wär das ein Vergnügen. Oh, wär das Leben schön, schön, schön. Oh, wär das ein Vergnügen, einmal ohne Stein durch diese Welt zu gehen. Wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen. Es genügt ein kleines Jahr und der Stein ist nicht mehr da. Aber nicht mehr. Nein, siehst du ja, habe ich mir gleich gedacht, bei dem alten Klappergast. Also bitte nichts gegen meinen Wagen, der ist großartig. Bambi, was ist denn? Bambi, wo fehlt's denn? Ach, bitte dich, sei lieb, wir sind ja gleich in München. Was machen wir jetzt? Einfach zumachen. Bitte, bitte. Du wirst sehen, jetzt ist erst richtig bergfreudig. Ja, die Reise fängt ja gut an. Was heißt fängt gut an? Ist es hier vielleicht nicht schön? Wir haben es doch ausgemacht, wir bleiben überall stehen, wo es uns gefällt. Ja, aber nicht, wo es der alten Klapperkiste gefällt. Halt die Klappe, halt die Klappe. Hast du was gesagt, Goldkind? Nein, Papa. Du schaust so blass aus. Höchste Zeit, dass du dich erholst. Ja, Papa. Gebe zu, in Florida wäre es vielleicht noch schöner gewesen, aber wir hätten ja auch an die Riviera fahren können. Ach, die Riviera ist mir ganz gleichgültig. Eben, da fährt ja heutzutage jeder Protz hin. Du, der Lehmann, der wird zerspringen, wenn er in Nizza sitzt und erfährt, dass wir in Felden sind. Ja, Papa. Denkst du noch immer an diesen Windhund? Johnny ist kein Windhund. Da muss dein Papi lachen. Bitte, Papa, lach nicht. John ist meine ganz große Liebe, das fühlt deine Frau. Ach, ist das nicht herrlich, so ins Blaue zu fahren? Aber mir wäre statt dir ein hübsches Mädchen hinter mir lieber. Ach, Mädchen, die haben für so ein freies Vagabundenleben nicht das richtige Verständnis. Die stören bloß. Mich würde ein hübsches Mädchen nicht stören, im Gegenteil. Aber mich. Ich habe euch von vornherein gesagt, Ferienreise schön, bitte, aber ohne Mädchen. Ja, ich weiß, Ferienreise mit Grundsätzen. Ja. Manfred hat vollkommen recht, um Mädchen wollen wir nichts wissen. Ja. Oh, du, die Mädchen, nichts von euch. Oh, komm, 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 gib nicht so an. Ich habe eben Glück bei Frauen. Ja, das hast du. Jede, die du siehst, gefällt dir. Ja, stimmt, stimmt sogar, auffallend. Halt, halt doch mal an. Los. Hörst du das nicht? Der Motor klopft. Motor klopft? Ja, so kann man ja gar nicht weiterfahren. Ich höre nichts. Ich werde auf alle Fälle mal einen Stein holen zum Unterlegen. Wozu ist doch alles eben? Ja, auf alle Fälle. Yes. Jetzt bin ich aber gespannt. Na? Nichts klopft. Ach, meine Damen, darf ich Sie mal anpumpen? Der spinnt. Ja. Na, sowas. Menschenskind, das ist vielleicht ein Wagen. Findest du? Oh. Sag mal, wie weit ist es noch bis München? Wieso, bist du in die Stadt? Ja, ich habe dort einen Onkel, der mit gebrauchten Autos handelt. Was? Keine Angst. Der hat eine Tankstelle, da kann uns doch ein bisschen Benzin nachfüllen, verstehst du? Ja. Wo ist denn der Gerhard? Bitte. Na bitte, bitte. Das hätte ich mir denken können. Los, Gerhard, wir fahren weiter. Ja doch. Ja, ja. Ja, ja. Musstest du wieder Mädchen ansprechen? Ich habe keine Mädchen angesprochen. Ja, ja. Ich habe mir ein neues Kochrezept geholt, weil ich heute Küchendienst habe. Wie lange wird es dauern? Nur so 60 Kilometer. Ja, gute Nacht. Man nehme ein haselnussgroßes Stück Fett, gebe es in eine Pfanne. Okay.
Dann schlage man ein Ei hinein. Ei. Drei Messerspitzen Pfeffer. Messerspitzen, wo ist das Messer? Wo ist der Pfeffer? Pfeffer, Messerspitzen. Mehl abstauben. Fuß! Auf! Ein Schuss Himbeersaft. Hast du auch schon so Hunger? Na, und wie? Warst du schon mal bei Gerhard zum Essen eingeladen? Oft. Na und wie war's? Na, himmlisch. Feiner kann uns ja nichts passieren. Das weiß ich nicht. Wieso? Da hat immer seine Mutter gekocht. So, Anja, da bleiben wir für heute. Ja, Papa. Ist es dir recht? Ach, Papa, das ist mir... Ganz gleichgültig, ich weiß. Du wirst lachen, mir auch schon langsam. Komm. Bitte anhalten! Platz nehmen zum Abendessen! Der Arabien sind nichts dagegen. Dem Geruch nach könnte es ein Gulasch sein. Na, zeig mal, was du gemacht hast. Ja, meine Mutter kocht das zwar anders, aber ich habe eben ein neues Rezept entdeckt. Bitte schön. Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Appetit. Jetzt bräuchte ich einen Wagenheber. Ha, schmeckt's? Isst du nichts? Nein, weißt du, wenn man selbst gekocht hat, ist man immer satt. Schmeckt's dir nicht, mein Kind? Du brauchst es nur zu sagen. Lass mir den Geschäftsführer kommen. Doch, Papa, aber ich habe gar keinen Hunger. Na, nimm dir ein Beispiel an mir. Du bist ja auch nicht von seelischen Qualen erschüttert. Na, seelische Qualen, der Mensch muss essen. Stell dir vor, wie ich aussehen möchte, wenn ich nichts essen würde. Schlanker, Papa. Eben, das kann sich der Lehmann erlauben. Aber ein Polsterer muss repräsentativ ausschauen. Wenn ich wo reinkomme, muss ein Raunen durch die Menge gehen. Der Polsterer ist mein Kind. Es kostet Geld und dein Magen hat keine seelischen Qualen. Du bist so roh, Papa. So? Der Lehmann sagt immer, ich bin ganz ausgekocht. Du machst Witze und mir bricht das Herz. Mir bricht das Herz, dass meine Tochter, eine Polsterer, sich an so einen Kerl wie diesen Johnny wegwerfen will. Das verstehst du nicht. Nein, das verstehe ich wirklich nicht. Johnny ist wundervoll. Ja, wenn man wegschaut. Wenn ich mir schon einen Mann wegnehme, bitte, dann soll das ein richtiger Kerl sein, aber nicht so eine halbe Portion wie dieser Johnny, denn die 3000 Mark, die ich ihm gegeben habe, lieber sind als du selbst. Hast du es ihm 3000 Mark gegeben? Ja, ich Ochse. Ja, wie konntest du ihn nur so beleidigen? Das muss ihn ja zutiefst erschüttert haben. Hat es auch, weil er 5000 haben wollte. Das muss ein Irrtum sein. Johnny wird mir alles erklären, wenn ich... Gar nichts wird. Gott sei Dank ist er weit weg vom Schuss. Herr Direktor Polsterer, Ihr Anruf aus Hamburg. Danke, entschuldige mein Kind. Papi geht Devisen verdienen. Einen Moment bitte. Hamburg Zelle 1 bitte. Ich verbinde. Den Wagen müssten Sie sehen, den der hat. Was hab ich davon, wenn andere Leute schöne Wagen haben? Ausgeschlossen. Nein, Popowitsch, ich kann jetzt nicht nach Hamburg fliegen. Wie viel steht auf dem Spiel? 1.400.000? Und ob ich fliegen kann, wiedersehen, Popowitsch. Sagen Sie, könnten Sie mir einen verlässlichen Fahrer verschaffen? Fahrer?
Tja, ich könnte drüben bei der Tankstelle anfragen. Ja, bitte tun Sie das. Aber sind die Leute wirklich verlässlich? Bestimmt. Er springt mir auch sehr schwer an. Was fehlt ihm eigentlich? Er fehlt gar nichts. Er hat ja sowieso alles. Ja, er tropft ja auch. Er tropft. Ja, Benzin verliert er auch. Aha. Naja, vielleicht ist der Benzinhahn abgebrochen. Aber ich bitte Sie, mein Lieber, ein Benzinhahn kann doch nicht abbrechen. Was heißt der kann nicht? Was heißt der? Schau her. Denkst du, dass er kann? Weil Sie sagen, er kann nicht. Okay. Ja, zum Teufel, wenn Sie natürlich... Gar nicht, wenn Sie... Das ist ein Materialfehler. Sie sehen ja da nicht, was ist ein Morsch, ist ein Morsch. Na, wir werden es gleich haben. Ja, kann ich drauf warten? Ja. Ja, wie lange wird denn das dauern? Bis morgen auf die Nacht. Ich habe eben mit meinem Büro gesprochen, ich muss dringend nach Hamburg. Wann? Heute Nacht noch. Oh, fein, dann fahren wir jetzt gleich zurück. Das könnte dir so passen, damit du, wenn ich in Hamburg bin, dich wieder mit deinem Johnny treffen kannst. Nein, du fährst allein weiter. Der Portier verschafft mir den verlässlichen Fahrer für dich. Nein, ich will nicht. Sei nicht kindisch, das hat mich schon an deiner Mutter gestört. Du wartest auf mich in Felden, zum Wochenende bin ich wieder bei dir. Wer ist denn dieser Chauffeur? Das weiß ich nicht. Irgendein Mann aus der Tankstelle von da drüben. So, gut ist. Zuschrauben und zuschrauben. Wie viel sind's denn? 25 Liter. 25. Herr Chef, ja? Das wäre aber noch etwas im Schlauch drin gewesen. Ein Schlauch? Ja, das weiß ich ja. Darum habe ich ja einen Schlauch hochgehalten. Und das musst du dir merken. Immer wenn es zur Neige geht, den Schlauch elegant hochhalten. Da bleibt noch ein kleines Restl drinnen. Das heißt mir in der Geschäftssprache den Schwund. Schwund? Den Schwund, ja. Wieso? Das Benzin im Schlauch ist doch ein Überschuss für Sie. Naja, Schwund für den Käufer. Gustl, zum Telefon! Ja? Es ist eilig, lauf schon. Bin ja nicht der Nurme. Geh, Kleiner. Immer nur Benzin fürs Feuerzeug, ja? Das geht nicht. Was heißt, das geht nicht wegen ein paar Tropfen? Was heißt ein paar Tropfen? Wenn das ja jeder machen würde, dann könnte man bald zusperren. Ja. Was ist denn? Was ist denn? Hä? Benzin will er haben. Na ja, also gib ihm. Gib ihm einen Liter. Einen Liter gratis? Ja, gratis. Vom Schwund. Das heißt mal den sozialen Lastenausgleich. Gustl! Ja, was ist denn? Du sollst sofort ins Hotel Regina rüberkommen. Aber schnell. Sind Sie der Mann von der Tankstelle? Ja, jawohl, bitte. Grenzlein ist mein Name. Bitte, der Herr hat mich herbestellt. Ich suche einen verlässlichen, guten Fahrer. Über 60, solide und charaktervoll muss er sein. Trinken darf er auch nicht. Wissen Sie so einen Mann? Einen Moment. Es ist ein bisschen rasch. Man muss sich erst... Also, es soll verlässlich. Ein guter verlässlich. Fahrer, über 60 Jahre, solide und charaktervoll. Er soll mein Kind nach Felden fahren. Aha. Bitte. Bitte, mein Herr, in diesem Falle wüsste ich nur einen Fahrer, der diese verlangten Eigenschaften im vollsten Maße besitzt. Ja? Er ist Anti-Alkoholiker, raucht nicht wahr, und überhaupt ein ganz hochanständiger, verlässlicher... Wer ist das? Mensch, das bin ich. Das bin ich. Sie? Na ja, also. Hier, ich fahre schon 35 Jahre, nicht wahr? Ich habe noch nicht den geringsten Anstand. Bitte sehr, ich vertraue Ihnen mein Kind an. Bitte, meine Herren, das können Sie ganz ruhig, können Sie sich drauf verlassen, denn ich bin ja selbst Familienvater, nicht wahr? Hier haben Sie meine Autoschlüssel. Draußen steht mein Wagen, der hellblaue Cadillac. Der Cadillac, der hellblaue. Ja, schön. Der ist aber, der ist 190 PS. Ja, hier 100, sind die Papiere. Ja. Das sind 300 Mark für Sie. Alle anderen Unkosten selbstverständlich auf meine Rechnung. Bitte. Und morgen Punkt 8 stehen Sie vor dem Hotel bereit. Bitte, bin ich um 7 Uhr dort. Ich habe 8 gesagt. Halb 8. Gut, bei meiner. So. Ja, hallo. Ist der Herr Grenzlein da? Der Chef ist auf einen Sprung ins Hotel Regina gegangen. Er kommt gleich wieder. Aber die Frau Chefin ist drin. Die Chefin? Danke. Ja, versuch dein Glück. Nein, ich warte lieber auf den Onkel. Ja. Manfred! Ja, der Onkel! Der Onkel! Das ist aber eine Überraschung. Ja, das ist der großartige Aussehen. Was hast du denn nichts gesagt? Du, wie geht's der Mutter? Gut. Gut, danke. Na, was? Bist du auf Urlaub? Ich hab mir gedacht, ich schau mal vorbei bei euch. Das ist lieb. Na, ja. Die Tante, die wird schauen.
den hast du überhaupt nicht mehr gut. Jetzt möchte ich meine Freunde vorstellen. Ja. Das ist der Karl Muck und der Gerhard Rohle. Ja, der Muck. Ja. Na, Muck heißt er. Ah, sind Sie auch Ingenieur? Nein, Musiker. Der Gerhard ist Reisender. Vertreter, das geht in die Füße. Immer hin und her und fortwährend reden und zum Schluss kaufen die Leute nichts. Ich kenn das. Sie waren auch Vertreter? Nein, aber ich kauf auch nichts. Ah. Das ist aber lieb, dass du gekommen bist. Ah, ich hab gesagt, ja, was soll ich was, brauchst du was? Nein. Was? Nein, brauch nichts. Ja, ich sag's dir dann. Wir haben was, doch alles. Schau, wir haben einen Wagen, der gehört Karl. Ein Anhänger, der ist geliehen. Na, und großartige Laune haben wir auch. Ja, na, geh. Fritzl, was stehst du denn herum? Wagen waschen, schau nach, wenn man Öl, wo er Luft hat, Benzin tanken. Danke, schön, Onkel, das ist lieb von dir. Ja, seid ihr allein da? Ja. Ganz allein? Mhm. Was, na, wer kocht euch denn? Wir wechseln uns ab. Ja, also, ein Junggesellenurlaub werden. Ja, na, wie ich jung war. Nein. Mädchen kommen für uns überhaupt nicht in Frage. Naja, komm, jetzt gehen wir zu der Tante. Gut. Komm, wir kommen gleich. Morgen nachts sind Zimmer in St. Wolfgang im Weißen Rössl reserviert. Für übermorgen in der Postizell am See und ab Sonnabend im Schlosshotel Felden. Schick mir von überall, wo du dich aufhältst, ein Telegramm. Meinetwegen. Na, es beruhigt mich, wenn ich weiß, wo du bist. Die Reise wird wunderschön sein und in ein paar Tagen bin ich wieder bei dir. Und ich muss mit einem wildfremden Mann herumfahren. Wildfremder Mann, ich kenne ihn und du wirst ihn kennenlernen. Er ist ein netter, alter, reizender Herr. Ach, du machst das bequem. Sag einmal, wie stellst du das eigentlich vor? Was soll denn ich noch alles machen? Den Haushalt, das Büro und die Tankstelle. Du Martha, hast du den Karl ja gesehen, den Baum? Ja, den musst du anschalten. Also du nicht allerweil ablenken. Was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Da bleibst du schön brav. Du, ich wär so gern gefahren. Man kann nicht alles haben. Da bleibst. Warum? Weil's besser ist. Aber was besser ist. Was ich mach, alles hab ich gesagt. Also ich bitte dich, Gustl, schau auf deine Gesundheit. Hast du jetzt die Gift oder hast du sie nicht? Die Gift. Im linken Fuß habe ich sie, im linken. Und mit was für einem Fuß fahre ich? Mit dem rechten. Mit der rechten Bremse, mit dem rechten gebe ich Gas. Den linken brauche ich überhaupt nicht. Der ist mir nur im Weg. Ich bin ja kein Linksfüßler. Und dann noch etwas. Und er hat ja zur Bedingung gestellt, der Mister, dass ich fahre. Und darum hat er mir doch 300 Mark gegeben. Ne? Ja, dann gib's her. Was? Ja, das Geld. Warum? Damit er das aufhebt. Ach, du brauchst das nicht. Na, gib schon jetzt. Aber ein bisschen schnell. Gib's her, das Geld. So was habe ich. Du nimmst. Ja. Aber jetzt komm schon her. Das ist wie ein Pantoffel halt. Du Tante. Ja? Hast du wieder ein Handtuch für mich? Ja, gut, dass du gerade kommst, Mann. Willst du dir 300 Mark verdienen? Was? 300 Mark? Weißt, der Onkel soll den Wagen da draußen, den Cadillac, an den Wörthersee bringen. Mir wäre aber viel lieber, du würdest ihn fahren, weil der Onkel doch die Gicht hat. Im linken Fuß, im linken Fuß. Na, und die 300 Mark kannst du doch sicher gut brauchen. Ja, aber ob ich die brauchen kann? Na, bitte, aber eines ist zu bedenken, nicht wahr? Und der hat ja ausdrücklich verlangt der Mister, dass ein solides 60-Jähriger den Wagen führt. Ja, beruhige dich nur. 60 Jahre wird er solid, ist er fahren kann und das Geld braucht er auch. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja, musst nur ein Kind mitnehmen. Ein Kind? Ja. Wie alt ist denn das Kind? Ja, wie alt ist denn das Kind? Ich weiß ja nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Wie alt das Kind ist, das ist zu, weiß ja nicht. Hallo? Ja, Fräulein, bitte, ich möchte gerne Hamburg. Dringend aber bitte. Ja, die Nummer ist 29871. Ja, sofort. Nein, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ja, stelle sofort durch. Hallo, Johnny, hier spricht Anja. Oh, entschuldigen Sie. Ich wollte bitte Herrn Johnny Westhoff sprechen. Abgereist? Wann denn? Ja, wohin denn? Ach, ja, bitte, könnten Sie mir seine Adresse geben? Ja? Ja, Frankfurt, Münchner Straße 6. Dankeschön. Hallo? Ja, Gespräch beendet. Ja, bitte ein neues Gespräch. Frankfurt? Ja? Also ein XP-Gespräch. Ja, der Teilnehmer wird benachrichtigt und an die nächste öffentliche Fernsprechstelle gebeten. Adresse bitte. Johnny Westhoff, Frankfurt, Münchner Straße 6. Danke. Du bist ja eine feine Nummer. Am zweiten Tag springst du aus. Erinnere dich, was du versprochen hast.
Also Kinder, es tut mir ja selber leid. Aber denk doch mal nach, 300 Mark, die stehen nicht auf einem Bein. 360 verdiene ich im Monat, dann gehen noch die Steuern ab. Hör auf, jetzt haben wir Ferien, jetzt reden wir nicht vom Geld. Jawohl. Also ihr könnt mir glauben, ich würde doch viel lieber mit euch fahren. Aber schaut, in 3 Tagen habe ich meinen Auftrag erledigt, dann können wir wieder zusammenreisen. Sag, und wen sollst du mitnehmen? Ein Kind? Ja, ein Kind. Dabei eigne ich mich überhaupt nicht zum Kindermädchen. Also sein Bams macht sowieso nur Ärger. Erst will es Bonbons haben und dann muss es jede 5 Minuten... Hallo, Fräulein. Haben Sie den ganz auf mich vergessen? So ist das ja nun auch nicht. Das Geld kannst du gebrauchen. Schließlich sind wir ja Freunde. Fahren wir beide immer allein? Natürlich. Ist ja auch nicht schlecht zu zweit. Haben wir mehr Platz? Und du fragst auch nicht jeden Augenblick, Onkel, ist das deine Kuh? Nein, ein Ochse, du Kamel. Na, ihr habt leicht lachen, ich hab die Verantwortung. Also schön, morgen früh hole ich die Göre ab. Hallo, Fräulein, kommt in Frankfurt noch immer nicht? Es nützt nichts, dass Sie dauernd nachfragen. Ihr Teilnehmer kommt, wenn er kommt. Wenn er überhaupt kommt. Wie können Sie denn das sagen, wenn er überhaupt kommt? Meinen Sie vielleicht, er will nicht? Ich weiß nicht, ob Ihr Teilnehmer will oder nicht will. Es ist mir auch völlig gleichgültig. Sie haben ungefähr 10-mal nachgefragt und ich habe Ihnen 10-mal geantwortet, dass ich keinen Einfluss darauf habe. Ist doch schließlich ziemlich leicht zu verstehen. Ich kann ja nicht mehr tun, als das Gespräch für Sie anzumelden. Was heißt, Sie wollen sich beschweren? Abgehängt. Dummes Frauenzimmer. Mit wem reden Sie denn da? Mit Zimmer 111. Die Dame will sich über mich beschweren. Und dabei habe ich... Mit vollster Berechtigung. So kann man nicht mit Gästen reden. Wie können Sie es wagen, dummes Frauenzimmer zu sagen? Aber da hatte die Dame ja längst aufgehängt. Auch mit einer aufgehängten Dame redet man nicht so. Ich habe der Dame ruhig und sachlich Auskunft gegeben. Und sie will sich über mich beschweren. Ja, Moment, verbinde. Da bin ich in Wut geraten. Ich habe schließlich auch Nerven. Sie kriegen Ihr Geld dafür, dass Sie keine haben. Dafür ist es zu wenig. Wenn es Ihnen zu wenig ist, dann können Sie ja kündigen. Jedenfalls ist es Ihnen nicht erlaubt, in diesem Ton mit unseren Gästen zu reden. Auch nicht hinter Ihrem Rücken. Ich glaube, es ist das Beste, wenn Sie... Augenblick. Nicht Sie. Ich sage es. Ich kündige. Hallo, Fräulein! Fräulein! Hallo! Fräulein! Ja! Ich bin die Telefonistin. Mein Gespräch aus Frankfurt kommt wohl nicht, nein? Machen Sie mich nicht schon wieder verrückt mit diesem Gespräch aus Frankfurt. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich Ihretwegen entlassen bin. Leute wie Sie scheinen zu glauben, dass man auf die Nerven anderer keine Rücksicht nehmen braucht. Ich will Ihnen sagen, was ich von Ihnen halte. Sie hören wohl gar nicht zu. Wie? Ich weiß auch genau, warum er nicht kommt. Mein Vater hat ihn ja auch so schrecklich beleidigt. Wen? Wenn ich ihn nur irgendwie sprechen könnte. Kann man denn der Post nicht sagen, dass ich ihn liebe? Sie haben eine komische Vorstellung von der Post. Ich fahre selbst nach Frankfurt. Gleich, heute Nacht noch. Haben Sie Zeit? Zeit wozu? Würden Sie für mich nach Salzburg fahren? An den Wolfgangsee über den Großglockner zum Wörthersee? Ich wäre Ihnen schrecklich dankbar. Verzeihung, aber ich habe im Moment keine Leitung frei. Haben Sie ein Reisebüro? Nein, Sie fahren an meiner Stelle. Mein Vater hat einen Chauffeur bestellt, der kennt mich gar nicht. Dann sind Sie im Anja Polsterer. Die Zimmer sind ja schon überall bestellt. In Wolfgang und in Zell am See und in Felden. Ich schreibe Ihnen alles Notwendige auf und Sie schicken von überall ein Telegramm an meinen Vater. In meinem Namen natürlich. Ja, Liebe überwindet eben alle Schwierigkeiten. Ich bin ja nicht verliebt. Aber ich, das erste Mal, das ist wunderschön. Und scheußlich. Mein Vater glaubt, ich bin noch ein Kind, aber das bin ich nicht mehr, längst nicht mehr. Jetzt fängt er richtig an zu stören. Sie machen es, ja? Das können Sie ja alles haben. Und das auch. Wenn Sie die Reiseroute einhalten, kann ja gar nichts passieren. Dann weiß ich immer genau, wo Sie sind und ich komme einfach nach. Das soll ich tragen? Ja.
Brigitte? Ja. Was soll dieser Aufzug? Außerdem haben Sie sich verspätet. Wenn Sie sich gütigst erinnern wollen, habe ich gestern gekündigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass mein Gepäck in den Kadeljak gebracht wird. Der Chauffeur? Ja, warum? Na, dann wollen wir mal. Na Moment, wieso? Ich warte doch hier auf ein Kind. Kind? Warten Sie nicht auf Anja Polsterer? Na ja. Na also. Ach, Sie sind... Ja? Verzeihung, das wusste ich nicht. Was sagst du dazu? Also, da kann ich nur sagen, da kann ich gar nichts sagen. So ein Schuft. Da hast du es. Und wir haben ihm die ganze Geschichte mit dem kleinen Mädchen geglaubt. Bitte schön. Geben Sie den Leuten Trinkgeld, aber seien Sie großzügig. Großzügig? Jawohl. Aber es ist eine zauberhafte Puppe. Das ist kein Wunder, dass uns die nicht vorgestellt hat. Bitte fahren Sie. Fahren, bitte. Also nichts wie hinterher. Hey, du armer Irrer, du. Oh. Mit deinem Rennwagen? Bitte nichts gegen meinen Wagen. Moment mal, ich habe eine Idee. Wo ist der nächste Fernsprecher? Im Hotel. Komm. Hallo, hallo. Ja? Ist doch Zollstelle Walserberg Autobahn? Ja, bitte, bei Ihnen wird heute ein Kadiak mit der Nummer H7461 41 vorbeikommen. Ja, der Fahrer heißt Böttcher. Manfred Böttcher. Ja, er hat ja das sehr Wichtiges in München vergessen. Er möchte bitte warten. Ja, es wird ihm von München zu Ihnen nachgeschickt. Ja, danke. Na. Nachgeschickt. Ach, ich finde alles wunderschön. Bitte fahren Sie nicht zu schnell. Bitte? Was machen Sie denn für ein Gesicht? Ach, es ist mir nur peinlich, dass Sie... Ja, dass Sie kein Kind sind. Kind? Wieso? Ja, ich habe mit einem Kind gerechnet. Hätten Sie sich mit einem Kind lieber unterhalten als mit mir? Das nicht, aber... Was aber? Ich muss mich vollkommen umstellen. Mit Ihnen zu fahren ist natürlich sehr angenehm. Na also. Und außerdem bekomme ich für dieses Vergnügen sogar noch 300 Mark. 300 Mark? Von wem? Von Ihrem Vater. Wussten Sie das nicht? Von meinem... Ach so, ja, natürlich. Wissen Sie, ich weiß nie, was mein Vater mit seinem Geld macht. Na ja, natürlich. Was ist denn das da? Das? Das ist ein Märchenbuch, weil ich doch dachte, dass Sie ein... Ach, das ist aber reizend. Ich habe nämlich Märchen gerne. Besonders die, in denen die armen Mädchen reiche Prinzessinnen werden. Bitte schalten Sie das Radio etwas lauter. Radio lauter, bitte. Bitte anhalten. Anhalten, bitte. Bitte weiterfahren. Weiterfahren, bitte. Es klappt. Es klappt. Was klappt? Es klappt alles so, wie ich es mir wünsche. Und es macht mich so glücklich. Es stand nicht in den Sternen, dass mir das Glück heute lacht. Und doch hat es ganz plötzlich vor mir jetzt Halt gemacht. Ich sing heute vergnügt vor mich hin, weil ich so glücklich bin, weil ich so glücklich bin. Ich hab nichts als Unsinn im Sinn, weil ich so glücklich bin, so glücklich bin. Herrlich, ganz einfach herrlich ist diese Welt, wenn sie mal hält, was man sich immer vorgestellt. Ich sing heut vergnügt vor mich hin, weil ich so glücklich bin, so glücklich bin. Und der hat gesagt, von Mädchen wollen wir nichts wissen. Und jetzt ist er der Erste. Abwarten. Aber hübsch ist sie, was? Sehr. Das wäre was für Muttis Sohn. Der wird Augen machen, wenn wir plötzlich auftauchen. Ob er warten wird? Und ob der warten wird. Was, bitte schön. So, danke schön. Danke. Bitte fahren Sie weiter. Danke schön. Gute Fahrt, auf Wiedersehen. Ach, jetzt warten wir schon eine Dreiviertelstunde. Wer kann da bloß angerufen haben?
mehr. Ich weiß das doch nicht. Vielleicht Ihr Vater? Nein. Ach so, ja. Schon möglich. Aber... Haben Sie irgendetwas vergessen? Nein. Ihren Pass? Oder Ihr Geld? Mein Pass? Der ist hier. Tja. Hallo, Mann. Hallo. Fein, dass du auf uns gewartet hast. Habt ihr angerufen? Ja. Was ist denn los? Habe ich was vergessen? Uns vorzustellen. Wir sind nämlich seine Freunde. Ja, die besten Freunde. Was, alter Junge? Was, das sind Ihre Freunde? Ja. Meine Freunde. Gestatten, Gerhard Rohne. Freut mich. Meinerseits. Und das ist mein Freund Karl. Muck. Ja, Karl Muck. Ist der kleine Muck. Ja, willst du uns nicht auch hier? Bitte, bitte, bitte. Das ist Fräulein Anja Polsterer. Anja. Ist ein wunderbarer Name. Wir hätten gar nicht geglaubt, dass wir euch eingeholt hätten mit unseren 25 PS. Kann ich euch jetzt mal bitte unter vier Augen sprechen? Aber doch nicht jetzt. Das wäre doch unhöflich. Ist diese Gegend nicht herrlich? Ja, ich finde auch alles so unwirklich schön. Fahren Sie zum ersten Mal nach Österreich? Ja. Kennen Sie Salzburg auch nicht? Nein. Ach, dann muss ich Ihnen die Stadt zeigen. Wollen Sie? Gerne. Waren Sie schon oft dort? Nein, noch nie. Aber ich bin informiert. Moment mal. Die ganze Stadt atmet Musik. Aus den barocken Kirchen und Häusern scheint es zu klingen. Das Genie hat dieser Stadt das Gesicht gegeben. Wolfgang Amadeus Mozart. Wie denn? Bist du wirklich nicht? Nein, danke. Du weißt doch, ich trinke nichts. Ja, ja, du bist ja sozusagen im Dienst. Ach, wie ich Ihnen diesen Dienst beneide. Ich auch. Sagtest du etwas? Ich sage überhaupt nichts mehr. Naja, es gibt eben Glückspilze auf der Welt. Manfred zum Beispiel. Ach ja. Mit Ihnen so hinein in den Sommer hinausfahren zu können, das wäre meine Kragenweite. Ganz schön, nur weiter so. Sie reisen wohl sehr viel. Oh ja, ja. Und immer nobel, das kann ich mir vorstellen. Sie telefonieren mit Paris, London, Amsterdam, Den Haag. Wieso telefonieren bitte? Na ja, um in den vornehmsten Hotels die besten Zimmer zu bestellen. Und wenn Sie hinkommen, alles vorbereitet. Stimmt, ja. Man telefoniert sich so durchs Leben. Ach, was würde ich auch gerne mit Ihnen so durchs Leben telefonieren, telegrafieren. Telegrafieren? Oh, bitte um Entschuldigung. Also, ich muss schon sagen, ein feines Benehmen. Und das mit der Grenze, das war ja auch ganz schön. Ja, du bist ja nur eifersüchtig. Auch ich eifersüchtig. Ja. Fräulein Polsterer ist mir anvertraut und ich bitte euch, euch endlich anständig zu benehmen. Oh, man wird doch einer Frau noch ein bisschen den Hof machen ja, können. Ja, in diesem Falle nicht. Ho, ho, ho. Ihr wollt also unbedingt einen schlechten Eindruck hinterlassen? Von hinterlassen kann überhaupt keine Rede sein. Eben. Wir fahren nämlich mit euch. Ja. Aber hinter uns. Ja, hinter euch. Und wir treffen uns dann wie verabredet in Felden. Ja, ja, hast du ja vollkommen recht. Wir können dir ja nicht zumuten, unseretwegen so langsam zu fahren. Du, Karl, wir wollen uns mal die Gegend hier ansehen. Was jetzt? Ja, es dunkel wird. Aber komm schon, komm schon. Bitte schön. Otto Polsterer, Hamburg, Rathenauer Straße 44. Der Text... Finde Salzburg bezaubernd, 1000 Küsse Anja. Buchstabiere Anton, Nordpol, Jutta, Anton. Wir treffen uns wie verabredet in Felden. Für diese Frau alles, selbst das Benzin meines besten Freundes. Das ist aber Ihr Benzin. Das ist ganz egal, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Ach, sie ist wundervoll. Ja. Man merkt sofort, dass sie mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Ach, mit einem ganzen Besteck. Oh. So, der eine wäre voll. Diese Frau hat einen ganz großen Eindruck auf mich gemacht. Ja, auf mich auch. Was, im Ernst? Ja. Ach, auf dich macht ja jeder einen Eindruck. Ach. Aber bei mir ist es etwas ganz anderes. In mir keimt etwas. Na nun. Etwas drängt ungestüm ans Tageslicht. Ach, kein Unsinn. Zertritt es nicht. Nimm darauf Rücksicht. Ja. Bitte? Wo sind Ihre Freunde? Och, die sind sich noch ein bisschen die Gegend anschauen gegangen. Hallo, da sind wir wieder. Ach, hallo. Ja, da seid ihr wieder. Also dann zum Abschied, Prost. Und worauf trinken wir jetzt? Auf ein baldiges, frohes Wiedersehen. Musik.
Haben Sie das auch? Was? So ein prickelndes Gefühl. Nein, ich habe ja auch keinen Wein getrunken. Sehen Sie, hätten Sie einen getrunken, dann wäre Ihnen jetzt auch so. Wie? So. Ich habe den Auftrag, Sie nach Felden zu bringen, aber ohne. Nehmen Sie immer alles so ernst? Ihre Freunde waren viel lustiger. Die haben ja auch keine Verantwortung. Außerdem haben Sie sich nicht gerade wunderbar benommen. Ich fand Sie nett. Bin ich eine große Verantwortung? Sicher. Werden Sie immer auf mich aufpassen? Gewiss. Das heißt, bis wir in Felden sind. Können wir denn nicht schneller vorwärts kommen? Natürlich. Aber wir können doch den Wagen nicht im Stich lassen. Ja? Nichts zu machen. Es ist kein Benzin mehr da. Wir müssen warten, bis jemand vorbeikommt. Hallo! 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 Na, guten Abend. Guten Abend. Habt ihr hier eine feine, gemütliche Rast gemacht? Was? Was? Wir haben kein Benzin mehr. Ja, ja. Sprit fressen diese Kästen. Aber fein, dass wir uns getroffen haben. Könnt ihr uns wenigstens aushelfen? Natürlich gern, wenn wir Benzin hätten. Wir fahren ja selbst auf dem letzten Tropfen. Wieso? Der Onkel hat uns doch frisch aufgetankt. Ja, siehst du, Karl, was ich gesagt habe? Dein Tank leckt, der rinnt. Ja, der rinnt. Der leckt furchtbar. Überhaupt kein Benzin mehr da. Könnt ihr dann wenigstens Fräulein Polster in den nächsten Ort in ein Hotel mitnehmen? Soweit kommt das noch. Was? Ich meine, soweit kommen wir ja gar nicht mehr. Aber hier ist doch ein herrlicher Platz zum Übernachten. Du bist wohl verrückt. Fräulein Polster kann doch nicht einfach hier. Warum nicht? Selbstverständlich bieten wir ihn gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Unseren Wohnwagen. Sag mal, was ist los? Sag mal, ist das dein Wohnwagen oder ist das unserer? Bitte unserer. Gnädiges Fräulein, er steht Ihnen zur Verfügung. Ja. Was, da kann man auch drin schlafen? Ja, und wie? Darf ich Ihnen vielleicht den Wagen zeigen? Gerne. Sag mal, da komme ich nicht mehr mit. Mit dem Benzin, da stimmt doch was nicht, ne? Sag mir lieber, wie wir von hier wegkommen. Darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf. Das ist die Küche. Ja, entschuldigen. Da hat der Gerhard wieder nicht zusammengeräumt. Ja, das ist Wasser. Fließendes Wasser. Das ist aber großartig. Ja, aber gnädiges Fräulein sind sicher ganz andere Sachen gewöhnt. Ach, eigentlich nicht. Nicht sehr, ich meine... Schon, aber sagen Sie, gehört der Wagen Ihnen? Nein, der ist gemietet. Ja, aber das sieht man ihm doch nicht an, ne? Nein. Bitte wollen Sie vielleicht Platz nehmen? Danke sehr, gerne. Ja, das ist das Bett. Das ist das Bett. Das kann man einfach, das zieht man auseinander und dann kann man ohne weiteres zu zweit darauf schlafen. Oh, entschuldigen Sie, ich wollte sagen, das kann man auch, wenn man will, aber... Wir schlafen nämlich zu dritt. Ja, gnädiges Fräulein, ich gehe vielleicht jetzt die Koffer holen. Sagen Sie doch nicht immer gnädiges Fräulein zu mir. Ja, wie soll ich denn sagen? Na, sagen Sie ganz einfach... Anja? Ach so, ja, Anja. Danke, Anja. Bitte das Gepäck für Anja. Moment mal. Was hast du eben gesagt? Anja. Einfach Anja. Du bist wohl wahnsinnig. Du kannst doch nicht einfach zu Fräulein Polsterer Anja sagen. Ja, das finde ich aber auch. Ich darf. Mir hat sie es erlaubt. Die Anja. Nanu. Also bitte das Gepäck für die Anja. Bemühe dich nicht. Bring es selber. Aber... Wieso ich... Hallo, hör mal zu. Ich finde dein Benehmen geradezu unerhört. Wieso ich... Ich habe mich doch gar nicht benommen. Ja, eben. Hier sind die Koffer, Fräulein Polsterer. Danke sehr. Ich möchte Sie noch um Entschuldigung bitten wegen des Zufalls, beziehungsweise wegen des Ausfalls an Benzin. Ich meine, wegen des Reinfalls, Einfalls, den ich meine... Also jedenfalls um Entschuldigung möchte ich Sie bitten. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich hier sehr wohl fühlen. Schön, wenn drei Freunde so zusammenhalten wie wir zwei, was? Ja, Fräulein Polsterer ist mir anvertraut. Ich erinnere euch daran, dass ich dafür zu sorgen habe, dass sie gut nach Felden kommt. Aber für einen allein ist das viel zu schwer. Ja, ich schlage vor, wir teilen uns die Beaufsichtigung. Soweit kommt das noch. Aber Manfred, ich bitte dich, schau, wie leicht kannst du einen Irrtum begehen.
Und dann machte der Herr Baba in Felden die furchtbarsten Vorwürfe. Ja, ich könnte bei der Verantwortung nicht ruhig schlafen. Wenn es euch beruhigt, ich schon. So. Gute Nacht. Bitte, gute Nacht. Bitte schön. Bitte schön. Gute Nacht. Nacht. Wie oft glaubte ich, wie oft narrte mich das Glück, und ich blieb bis heut allein, allein. Doch jetzt spüre ich, doch jetzt fühle ich, du kannst meine große Liebe sein. Ich finde dich wundervoll, wunderbar, wunderschön. Und nur für dich könnte ich jede Dummheit auf Erden begehen. Seit ich dich nicht vergessen kann, bist du mein Lebenslauf, und jeder Tag fängt mit dir an und hört auch mit dir auf. Denn ich finde dich wundervoll, wunderbar, wunderschön, und werde nie im Leben von dir gehen. Ja, also sehr hübsch, sehr hübsch. Komm jetzt schlafen. Wir liegen hier recht schön hart. Dafür schläft sie weich. Ah, sie weich, ja. Du, Gerhard. Ja, Sam. Ich glaube, ich liebe sie. Naja, ich ja auch. Was, du auch? Ja, natürlich. Ach, du liebst ja jede. Aber bei mir ist das wie ein Wunder. Nun hört schon endlich auf mit dieser verdammten Liebe. Als ob es in der Welt nichts anderes gäbe. Gerhard. Ja, was ist los? Hörst du die Frösche? Ja, leider. Das sind nette Tierchen. Jeder Froschherr bringt seiner Liebsten ein Ständchen. Das ist hübsch. Ja, du spinnst ja. Gerhard! Ja, was ist denn los? Sag mal, weint da nicht jemand? Ja, ich, über eure Blödheit. Anja. Ich, entschuldigen. Aha, ja. Guten Morgen. Herzliche Begrüßung. Morgenstunde hat Milch im Munde. Ja. Ja. Guten Morgen. Na, Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Dankeschön. Ganz ausgezeichnet. Ah, Fläschchen. Ja, natürlich. Na, du, Karl? Ah, ein erkälteter Liebhaber. Ja. Oh. Anja,
Anja! Die ist weg. Was? Die ist weg. Was? Die ist weg. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, herrlich war das Bad. Ja, haben Sie gut geschlafen? Danke, sehr gut. Ich mache sofort das Frühstück. Gesundheit. Ist nicht nötig, ich habe schon alles hergerichtet. Bitte, wo denn? Dort. Und Ihre Schuhe habe ich auch geputzt, Karl. Das ist aber sehr gut. Das ist ja fantastisch. Ja, ja. Na, schau doch mal, mit Blümchen sogar. Ja, wunderbar. Mm. Ich finde das sehr gemütlich, dass wir vier hier so beisammen sind. Ja. Ganz meine Meinung. Das ist ja alles ganz recht und schön, aber wo kriegen wir jetzt das Benzin zum Weiterfahren her? Habe ich alles schon erledigt. Was? Ja. In der Nacht? Ja. Du bist für mich in der Nacht mit den schweren Kanistern? Na, das gibt's doch nicht. Bin ich. Das heißt, Karl hat mir dabei geholfen. Allein wäre ich ja mit dem schweren Zeug nicht zurechtgekommen. Das nenne ich Freundschaft. Aber das haben wir nicht nur für ihn allein getan. Alles für Sie, gnädiges Fräulein. Damit ihr nicht mehr in die Verlegenheit kommt, für mich nachts schwere Benzinkanister zu schleppen, werden wir uns wieder trennen. Ist das nicht undankbar, Junge? Also ich wäre dafür, wir fahren alle zusammen nach St. Wolfgang ins Weiße Rössel. Entschuldigen Sie bitte, ist bei Ihnen ein Fräulein Brigitte Mansfeld abgestiegen? Mansfeld? Ja, in einem hellblauen Cadillac mit einem älteren Chauffeur. Leider nein. Vielleicht hat sie sich unter Anja Polsterer angemeldet. Ja, Zimmer für Polsterer sind wohl bestellt gewesen, aber die Herrschaften sind nicht eingetroffen. Würden Sie so gut sein und Fräulein Brigitte Mansfeld, nein, ich meine Fräulein Anja Polsterer, sagen, wenn sie kommt. Das hat keinen Sinn. Dankeschön. Bitte. Halt! Halt! Fräulein Anja! Gott sei Dank, Fräulein Brigitte. Sie sind schon da? Ja. Ich habe nicht erwartet, dass Sie so schnell von Ihrem Johnny... Bitte sprechen Sie diesen Namen nicht mehr aus. Wieso? Verheiratet. Was? Johnny ist verheiratet? So ein Schuft. Bin auch sofort umgekehrt und mit dem nächsten Zug hierher gefahren. Wenn Sie wüssten, wie mir zumute ist. Ich schaue in meinem ganzen Leben überhaupt keinen Mann mehr an. Wer ist denn der? Das ist der Chauffeur. Wieso? Ich denke, das ist ein älterer Herr. Wieso? Verstehst du das? Na, pass auf, pass auf. Die nehmen wir noch mit. Mädchen, die Auto anhalten, das habe ich gern. Menschenskind, das ist vielleicht eine Fahrt. Also mir gefiel sie bisher sehr gut. Und wer sind die beiden anderen? Das sind seine Freunde. Die fahren alle mit? Nein, die fahren in Ihrem Wagen. Aber wenn Sie wollen, dann sage ich Ihnen... Oh, das heißt, eigentlich ist ja hiermit mein Auftrag beendet. Aber nein, im Gegenteil, Sie müssen bis Felden fahren. Sonst könnte der Chauffeur doch Papa verraten, dass ich erst hier zugestiegen bin. Naja, aber wie kann ich... Wieso denn? Sie fahren als Anja Polsterer und ich bin eben Sie, Brigitte Mansfeld. Kommen Sie. Na bitte, was habe ich gesagt? Zuwachs. Ja. Meine Herren, darf ich bekannt machen, das ist Fräulein Brigitte Mansfeld. Sie fährt mit uns. Fährt mit uns. Na, Popovic, wie habe ich das wieder gemacht? Polsterer telefoniert, Polsterer telegrafiert, Polsterer kommt angeflogen, Polsterer verhandelt, Polsterer unterschreibt die Verträge und das alles erledigt Polsterer in 24 Stunden mit 8% Gewinn. Herr Direktor, ich hätte nie gedacht, dass Sie 8% erzielen. Ja, Sie kennen doch mein Motto, alles oder gar noch mehr. Aber diese 8% sind ja das Pflaster auf mein armes Vaterherz. Aber mein Goldkind wird seinen Vater nicht mehr lange entbehren müssen. Wenden Sie mir ein Gespräch mit meiner Tochter an. Wohin soll ich das Gespräch anmelden? Also heute ist der zweite Tag. Da erreichen Sie sie im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Mahlzeit. 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 Also das Essen war wunderbar. Nimm dir ein Beispiel, Gerhard. Ja, nicht so ein Schlangenfraß wie bei dir. Wer hilft beim Abwaschen? Ich, ja, bitte, ich. Ich nicht. Ich lege mich dann auf die Luftmatratze. So, und ich gehe jetzt den Wagen waschen. Weiß jemand von euch, wo der Putzlappen ist? Im Seitenfach links. Das ist ja interessant. Was? Wie Sie Bescheid wissen. Hören Sie mal, ich werde doch mein... Ich meine, diese Wagen sehen ja alle gleich aus. Sie fahren wohl öfter mit solchen Wagen. Ja? Mit Auto anhalten und so. Wieso denn? Ach so, ja, natürlich. Sie stellen sich also einfach auf die Straße und lassen sich von jedem x-beliebigen Herrn mitnehmen? Ja. So, das sagen Sie so einfach, ja. Das habe ich mir gedacht. Und dabei, wenn man Sie so ansieht... Was? Ja, sehen Sie sogar nett aus. So? Rein sachlich.
Jetzt wollen wir nicht mehr lang reden, jetzt wollen wir den Wagen waschen. Aua! Entschuldigung. Für Sie könnte ich immer Geschirr waschen. Was, meine Tochter ist im weißen Rest noch nicht eingetroffen? Aber das ist doch nicht möglich. Danke. Fräulein, bitte machen Sie mir sofort eine Verbindung mit München. Mit der Tankstelle Kränzlein. Ja, die beim Hotel Regina. Herr Chef, ein Anruf aus Hamburg. Ja, Entschuldigung. Hallo. Hallo, hier Otto Polsterer. Ja, sagen Sie, was ist denn? Wer spricht denn? Wer ist am Apparat? Herr Kränzlein? Ja, wieso? Sind Sie schon zurück? Na ja, ich habe doch vor einer halben Stunde mit St. Wolfgang telefoniert. Da sagte man mir im Hotel, dass meine Tochter noch nicht eingetroffen ist. Mein Neffe ist mit ihr gefahren. Bitte, da brauchen Sie gar keine Angst zu haben. Das ist ja ein hochanständiger Mensch. Wie alt? Wie alt? 29. Gesund und kräftig, ein Bild von einem Burschen. Und unerhört kinderliebend. Der wünscht sich ja gleich selbst ein halbes Dutzend, wenn er einmal heiratet. Sie, Herr, Sie! Ja, wieso beunruhigt Sie gerade dieser schöne Charakterzug? Sie, ich bring Sie um, Sie! Aber bitte, regen Sie sich doch nicht auf. Die Kleine wird ihm sicher schon sehr lieb gewonnen haben. Denn mein Neffe besitzt ja einen Charme, den sich kein Kind entziehen kann. Ich erwürge Sie! Wissen Sie, wie alt meine Tochter ist? 19? Seit wann? Wie lang? Das ist furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Was? Wieso? Aber wieso bin ich schuld? Bitte, Sie haben mir Ihr Kind unter Vorspiegelung falscher Tatsachen unterschoben. Sie haben gesagt, ein Kind. Mit 19 ist man kein Kind mehr, mit 19 ist man ausgewachsen. Sie haben meinen Neffen in eine furchtbare Situation gebracht. Ein Kuckucksei haben Sie ihm ins Nest gelegt. Ja, was weiß denn ich, was Ihr Vogel, was Ihre Tochter mit meinen Neffen macht? Wie? Das weiß ich nicht, ich frage Sie. Ich kenne ja die Methoden Ihrer Tochter nicht. Aber bitte, wer greift Ihre Tochter an? Niemand, niemand. Das heißt hoffentlich nicht. Schreien Sie mir nicht so ins Ohr! Und Sie sollen mir nicht so ins Ohr schreien! Sie brauchen nicht zu glauben, oh, das war jetzt eine sehr große Ehrenbeleidigung. Ja, aber was? Sie hat sehr glitzig. Martha! Martha! Ja! Nee, bist du da, wenn man dich braucht? Meinen Pass, meinen Koffer, meinen Hut, meinen Schirm, meinen Überzieher und die Augengläser. Sonst braucht es in der Geschwindigkeit nichts? Ja! Ein Taschentuch, ich fahre nach Österreich. Wohin? Nach Österreich? Du mit deiner Gicht, du kannst doch kaum gehen. Ich gehe ja nicht, ich fahre ja. Ach, ist die Welt schön. Ich wusste gar nicht, dass sie so schön sein kann. Heute darf ich Ihnen kochen helfen, ja? Aber selbstverständlich gerne. Decken Sie inzwischen den Tisch. In 20 Minuten können wir essen. Bitte schön. So, ich muss noch rasch vor dem Abendessen das Vorderrad auswechseln. Wollen Sie mir nicht helfen? Können wir das nicht auf morgen verschieben? Mir scheint, Arbeit schmeckt Ihnen nicht. Nein. Na, dann nehmen Sie sich mal ein Beispiel an der Anja. Der fällt keine Perle aus der Krone, wenn sie für uns das Geschirr abwäscht. Dabei stammt die aus einem stinkreichen Haus. Sie sind ein scharfer Beobachter. Das bin ich auch. Dabei fährt die sogar im eigenen Kadiljak. Und Ihnen, die sich per Autostop weiterwurschteln, ist jeder Angriff zu viel. Sagen Sie, was sind Sie eigentlich von Beruf? Nichts. Aha, das dachte ich mir. Ja, vom Autostop allein kann man doch nicht leben. Ach, Sie wundern sich, warum ich mich so für Sie interessiere. Ja, eigentlich schon. Nur weil es schade ist um Sie. Ich kann das nicht verstehen, dass ein Mädchen wie Sie sich einfach auf die Straße stellt und fremde Herren anspricht und fremde Autos anhält. Ja, da kommt man sehr leicht auf die schiefe Bahn. Autobahn. Machen Sie keine Witze, die Sache ist sehr ernst. Die Männer sind nämlich im Allgemeinen... keinen Schuss Pulver wert, ich weiß. Eben.
Schon beim ersten Kilometer, da schwören sie, dass sie süß sind zum Anbeißen. Beim zweiten entdeckt er ihr entzückendes Profil. Beim dritten findet er, dass sie bezaubernde Augen haben. Warum sehen Sie mich denn so an? Na, Sie haben aber wirklich, wirklich bezaubernde Augen. Sehen Sie? Jetzt fangen Sie selber schon an. Na, bei mir ist das ja ganz was anderes. Ich stelle das rein sachlich fest. Verstehen Sie? Rein sachlich. Ach so. Ja, Sie haben schöne Augen. Na und? Weiter nichts. Wirkliches Interesse habe ich nur für die Technik. Für Motoren. Ich habe nämlich da die Idee für einen neuen Vergaser. Mit dem könnte man bis 15% Brennstoff sparen. Ja, nächstes Jahr will ich mich selbstständig machen. Und dann baue ich Motoren mit dem neuen Vergaser. Ich verstehe. Ja, wenn Sie einen Vergaser im Kopf haben, da ist für Liebe kein Platz. Was? Liebe? Nein, nein. Da sind mir die Unsicherheitskoeffizienten zu groß. Ach so, ja, natürlich. Na, so weit bin ich jetzt auch. Ich gehe mich jetzt umziehen. Brigitte, bitte, wo sind meine Shorts? Ich muss mich endlich umziehen. Hier im Schrank. Danke. Ach, Anja, ich bin Ihnen so schrecklich dankbar. Dankbar? Mir? Wieso denn? Ja, es ist alles so zauberhaft. Brigitte, Sie sehen so verliebt aus. Sehen Sie es denn? Ich weiß nicht. Aber der Manfred ist doch auch sehr nett. Oh ja, großartig. Wir passen wunderbar zusammen. Wir mögen uns überhaupt nicht. Also ganz gerade heraus, Anja, ich liebe Sie. Nein, das ist schlecht. Fräulein Anja, ich beschwöre Sie, bitte lassen Sie mich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Eine Mördergrube ist ganz schlecht. Vielleicht Anja, ich liebe... Nein, Anja, ich liebe Sie. Ach, ist das schwer. Ach, Fräulein Anja, was machen Sie denn jetzt? Kartoffelsalat. Ach, an einem solchen Tag, wo die Leidenschaft in einem zu glühen beginnt. Sie müssen auskühlen. Was denn bitte die Leidenschaften? Nein, die Kartoffeln. Ach, Sie sind keine poetische Natur, Fräulein Anja. Mich macht die Natur zum Beispiel immer poetisch. Mein Grundsatz ist einfach zupacken. Au! Sehen Sie, lieber Freund, mit Ihren Grundsätzen kann man sich sehr die Finger verbrennen. Das überrascht mich direkt. Das ist ein ganz neuer Zug an Ihnen. Warum mögen Sie mich eigentlich nicht? Habe ich das gesagt? Nein. Ist mir ja auch sehr recht. Aber bin ich denn hässlich? Hässlich? Nein. Ganz sachlich? Ja, ganz sachlich. Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt, dass Sie mich nicht mögen. Ich denke, das ist Ihnen recht. Natürlich. Grüß Gott. Grüß Gott. Verzeihung, könnten wir vielleicht 2 Liter Milch haben? Ja, bitteschön. Einen kleinen Moment warten. Ja, bitte. Dankeschön. So. Hey, da ist er ja. Karl, wir haben schon mit dem Abendessen auf Sie gewartet. Wirklich? Wo warst du denn so lange? Ach, kann ich Sie einmal sprechen? Mich? Ja. Ja, wollen wir nicht zuerst essen? Nein, es muss jetzt sein. Bitte. Hey, Karl. Fräulein Anja, ich wollte... Was wollten Sie sagen, Karl? Fräulein Anja, ich wollte sagen, dass... Jetzt müssten wir im Wald sein. Im Wald? Wollten Sie mir das sagen? Nein. Ich wollte Ihnen nur sagen, was für ein wunderschöner Tag heutzutage, nicht wahr? Ja. Ja, das finde ich so schön, dass Sie das auch finden. Das war's. Aber ich störe doch nicht, was? No. Wunderschöner Tag heute. Ja, das fand er auch schon. Ja. Jetzt wollen wir essen. Sehen Sie, das gefällt mir. Hier ist einmal nur Natur, nicht immer Ihre ewige Technik. Das meinen Sie? Was glauben Sie, wer die Kühe melkt? Die Mägde und die Knechte. Das ist ja falsch. Das ist ja falsch. Irrtum, kommen Sie. Schauen Sie. Das ist eine Melkmaschine. Mhm. Hier, durch diesen Schlauch wird Luft zugeführt. Und im Pulsator, das ist das kleine Ding da oben, entsteht ein Vakuum. Und durch Druck und Saugwirkung wird die Milch abgesaugt. Bitte, alles maschinell. Die Kälbchen, kommen die auch maschinell zur Welt? Na klar, alles maschinell. Können Sie nicht einmal an etwas anderes denken als an Ihre Technik? Bitte? Warum nicht? Schauen Sie, 2 Kälbchen. Das ist doch süß. Ja. Na, ihr 2? Ja. Na, komm her. Das ist aber sehr hübsch. Die Kälbchen? Ja, die auch. Ich meine jetzt Sie. Mich? Ja. Eigentlich sind Sie gar nicht hässlich. Sie sind sogar schön. Sogar sehr schön. Ganz sachlich? Ja, ganz sachlich. Ist aber schön, wenn man so sachlich ist.
Sie mögen mich ja doch. Ich wollte es nur noch genau wissen. Von einem Bauern ausgeliehen. Aus Sicherheitsgründen. 5 Mark. Du, da kriege ich noch 2,50 Mark von dir. Ja, am besten gleich, sonst vergessen wir es. Wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen, der auf meinem Herzen liegt und schon einen Zentner wiegt. Wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen. Es genügt ein kleines Ja und der Stein ist nicht mehr da. Oh, wär das ein Vergnügen, oh, wär das Leben schön, schön, schön. Oh, wär das ein Vergnügen, einmal ohne Stein durch diese Welt zu gehen. Wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen, der auf meinem Herzen liegt und schon einen Zentner wiegt. Oh, wär das ein Vergnügen, oh, wär das Leben schön, schön, schön. Oh, wär das ein Vergnügen, einmal ohne Stein durch diese Welt zu gehen. Wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen, der auf meinem Herzen liegt und schon einen Zentner wiegt. Ach, jetzt warten wir schon so lange, wo nur Karl bleibt. Noch, vielleicht hat er eine Panne gehabt. Mir knurrt der Magen. Ich schlage vor, wir gehen inzwischen essen. Ne? Ja, das ist eine Idee. Ich bleibe hier. Ich auch. Bleibst du herein, nur nicht genieren. Der Hubenbauer zahlt halt alles. Sein Annerl hat heute geheiratet, ja. Setzt euch nur hin. Ein herrlicher Tag. Ja? Wollen Sie nicht essen gehen? Nein. Sie wollen auf Karl warten? Ja. Sagen Sie, was ist denn mit Ihnen los? Ja, nein, ja, nein. Haben Sie denn das Reden verlernt? Sie haben den ganzen Tag mit mir noch kein Wort gesprochen. Nein, ich denke auch nicht daran. Sie wissen ja, was Sie getan haben. Ich? Sie haben mich geküsst. Dafür bitte ich um Entschuldigung, aber Sie haben mich wieder geküsst. Nein, ich habe Sie nicht wieder geküsst. Und wenn ich Sie wieder geküsst habe, dann... Gewohnheitsmäßig, nicht? Vielleicht? Ja, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wir waren eine so fröhliche Reisegesellschaft. Und dann kamen Sie und die Verwirrung war fertig. Wieso denn? Wer ist denn verwirrt? Nun ja, zumindest ich. Die ganze Zeit habe ich nichts anderes mehr im als Kopf. Als den Vergaser. Ach, machen Sie keine Witze, ist gar nicht komisch. Ich habe nichts anderes mehr im Kopf als den Gedanken, wie ich Sie wieder loswerden kann. Bitte, wenn Sie mich wieder loswerden wollen, bitte. Es wird sich schon ein anderer finden. Ein anderer Herr finden, der Sie mitnimmt. Davon bin ich überzeugt. Nein, ein anderer Wagen. Also, ich verstehe Sie nicht. Sie sind ein so nettes Mädel. Und so verdorben. Ja, wenn Sie mich dazu zwingen, dann bleibe ich auch hier. Ah, da kommt ja Karl. Dass Sie Karl das Benzin abgezapft haben, darauf sind Sie auch noch stolz? Für Sie bin ich zu allem entschlossen. Und Sie sagen, Sie sind sein bester Freund. Ich wollte doch nur mit Ihnen allein sein. Sind Sie mir jetzt böse? Ja, sehr fair war das nicht von Ihnen. Hallo, Karl, da sind Sie ja. Wir haben schon so auf Sie gewartet. Bitte, gnädige Fräulein. Setzen Sie sich hierher. Ich habe mir schon solche Sorgen um Sie gemacht. Ja, wirklich? Na, du bist wohl abgeblitzt. Ich habe ja meine Trümpfe noch gar nicht richtig ausgespielt. Was meinst du, wie die winselnd angekochen käme, wenn ich sie mal richtig eifersüchtig machen würde? Da kann ich nur lachen. Ach, das glaubst du nicht. Mhm. Moment mal. Herr Fräulein. Ja? Hier haben Sie 20 Schilling.
Binden sich mal die Schürze ab, kommen drüben an den Tisch, machen mir schöne Augen und fordern mich zum Tanz auf. Ne? Na, was ist? Abwarten. Gut Ding braucht Weile. Da haben Sie Ihre 20 Schilling. Ich kann Ihnen keine schönen Augen machen, mein Franzl erlaubt es nicht. Bitte abwarten. Die besten Trümpfe kommen bei mir immer erst zum Schluss. Verzeihung, darf ich Sie um diesen Tanz bitten? Oh mei, wie meinen's? Darf ich? Du darfst. Ach, gnädiges Fräulein sind Ausländerin, ja? Okay, gnädiges Fräulein. Ja, Sie verstehen doch Deutsch. Sind Sie von hier? Ja, ja, ich bin eh von da. Ah, na ja, dann tanzen wir mal, ja. Tanz mal lieber am Boogie-Woogie. Seppel am Boogie. Auf geht's. Ja, aber ich... Macht er da schon nix. Wenn Sie einfach reden, immer nur lächeln. Ja, aber gern. Wunderbar haben Sie getanzt. Ein guter Tänzer. Sie ist Ausländerin, weißt du. Sie spricht nicht so wie wir. Sie spricht mehr, darum ist es besser, sie spricht weniger. Von wo kommen Sie eigentlich? Gleich nebenan am Hochzeitstisch. Komm, Bur, tanz mal noch einmal. Na ja, dummel dich. Na geh doch, Bur. Wollen wir tanzen? Wollen wir auch tanzen? Ja, aber... Wieso bist du denn eigentlich gerade auf mich gekommen? Ja, Kind, das möchte ich auch gern wissen. Karl, Sie zwei. Wollten mir doch etwas sagen. Ja. Zwei, drei. Naja, warum sagen Sie es denn dann nicht? Weil ich sonst sonst vollkommen aus dem Dach komme. Zwei, drei. Ja, aber zwei, ich dachte, zwei. Sie sind Musiker. Ja, ja, aber nicht mit den Füßen. Nein, glauben Sie mir, unser Buhr wird sich sehr freuen, wenn Sie mitkommen. Wirklich, er freut sich? Nicht hier einsteigen, hinten in den Wohnwagen. Es gibt eine Riesenüberraschung für ihn. Ganz ruhig sein. Ja, was ist denn? Was ist denn? Ja, hallo, Tempo. Ja, ja. Los geht's. Fahr inzwischen mit den Damen voraus. Ja, ich werde wieder... Moment, du bleibst hier. Was ist so? Auf geht's. Ich möchte mit Anja. Endstation Felden. Bitte? So, hiermit habe ich meinen Auftrag ausgeführt. Ich habe Sie nach Felden gebracht und kann Sie jetzt pünktlich Ihrem Herrn Papa abliefern. Wie ein Postpaket? Jawohl, pünktlich wie ein Postpaket. Aber die Post könnte doch auch Verspätung haben. Nein, nicht, wenn ich sie zustelle. Postbeamte. Ich bringe jetzt den Wagen in die Garage. Anja, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Nein, ich muss Ihnen danken. Ich warte dann in der Halle auf Sie. Wieso denn? Ach so, ja. Schade, ich wäre noch sehr gerne einen Tag länger Brigitte Mansfeld gewesen. Aber ich kann doch nicht für Sie ins Hotel. Ich meine, wenn ihr erfahrt... Natürlich nicht. Aber Sie brauchen ja nicht dort zu wohnen. Sie brauchen doch nur meine Koffer abzugeben. Anja, wollen Sie das Spiel wirklich noch weiter treiben? Spiel? Dazu ist es mir viel zu ernst.
Ich möchte nur noch ein bisschen zappeln lassen. Fräulein Anja! Sie wollen also wirklich schon? Ja, Karl. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Ja? Möchte Ihnen Adieu sagen. Ach so, ja natürlich. Der Wagen steht in der Garage. Papiere und Schlüssel habe ich abgegeben. Danke. Soll ich Ihnen die Koffer hereinbringen? Nein, danke, bemühen Sie sich. Bitte. Hallo? Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und meine herzlichsten Grüße an den Herrn Papa. An wen? An den Herrn Papa. Ach so, ja, Papa, selbstverständlich, ja. Auf Wiedersehen. Hoffentlich. Ich meine, hoffentlich haben Sie gutes Wetter und schöne Ferien. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir beide bestimmt. Christian, die Frau hat ein Zimmer bestellt. Ja, das heißt... Auf welchen Namen, bitte schön? Polsterer. Ah, bin bereits im Bilde. Ja, hier. Appartement Nummer 11, da ist auch der Schlüssel, bitte, Gnäste. Ja, nein, ich bin ja nicht Anja Polsterer. Ich wollte nur die Koffer hier für Sie abgeben. Ach so, Franz, stellen Sie die Koffer da herein. Bitte, dann vielmals also um Entschuldigung, Gnäste. Christian, Wiedersehen, Christian. Also ich schlage vor, wir bleiben heute hier und übernachten auf dem Campingplatz am Seeufer, ja? Ja, in Ordnung. Na und Sie, was werden Sie jetzt machen? Ich? Ja. Um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich komme schon weiter. Ich suche mir einen, der nicht so laut ist. Was, einen anderen? Einen anderen Wagen. Ihrer macht mir viel zu viel Lärm. Halt! 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 Bleiben Sie schon hier und steigen Sie ein. Wieso denn? Ich denke, Sie sind froh, wenn Sie mich lossehen. Kommen Sie. Los, Karl, einsteigen. Wir fahren auf den Campingplatz. Nein, ich komme später nach. Na gut. Ja. Was machen Sie denn da? Ich mache gar nichts. Ich dachte mir nur, vielleicht brauchen Sie irgendetwas. Sehr lieb von Ihnen, aber ich wüsste nicht, was ich brauchen sollte. Ja, ich auch nicht. Es kann ja vorkommen, dass man etwas braucht. Und da dachte ich mir, Sie werden mich nicht finden, wenn Sie etwas brauchen. Und dann dachte ich mir, wenn Sie mich suchen und etwas brauchen, dann brauchen Sie mich ja nicht zu suchen. Sehr nett, aber ich brauche wirklich nichts. Also dann. Auf Wiedersehen. Bitte, warum müssen Sie denn schon gehen? Ich meine, wenn Sie irgendeinen dringenden Weg haben, ich könnte... Dringend eigentlich nicht, aber ich wollte mir das Schloss anschauen. Ja. Das Schloss? Also, das ist eigenartig. Die ganze Zeit denke ich mir, ich müsste mir eigentlich das Schloss ansehen. Denn ich habe nämlich ein sehr großes Interesse für Schlösser. Ich auch. Ja, dann könnten wir eigentlich zusammen, wenn es möglich ist. Es ist möglich. Ja. Was ist denn? Na, sowas. Das Nachtmahl ist fertig. Gerhard. Was? Kleine Überraschung für dich. Nicht? Ja. Sie? Was machen Sie denn hier? Damit Zix das ja kochen kann, habe ich der Griasknoder gemacht. Griasknoder? Wenn wir mal verheiratet sind, mache ich es da jeden Tag. Heiraten? Wer spricht denn von heiraten? Ich nehmt mehr. Du hast ja schon deklariert. Ich? Ja, wenn bei uns einer Kranzeljungfer zum Tanzen auffordert, dann hat er ernste Absichten. Das ist ein Irrtum, mein Fräulein. Ich habe überhaupt keine Absichten. Und ich hab geglaubt, Sie sind mein großes Glück. Wieso denn? Aberglaube, Aberglaube. Das hätte ich mir gleich denken können, wie ich sie gesehen habe. Warum?
Ich habe mich eben durch ihr Äußeres bestechen lassen. Ja, haben Sie so einen sehr starken Eindruck gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn einer schon nicht schön ist, dann hat er wenigstens so gutes Herz. Also, ja. Also, ich werde Ihnen beweisen, dass ich ein gutes Herz habe. Ja? Ich werde Ihnen jetzt ein Hotelzimmer suchen. Ja? Weil ich Sie nicht in der Nacht nach Hause zurückschicken will. Ja. Und da werden Sie schön allein übernachten und morgen früh zurückfahren. Verstanden? Ja. Mit diesen Kanonen verteidigte man im vorigen Jahrhundert die Festung gegen den Feind. Und nun, meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Reichsgrafen Karl, dem man schon seinerzeit den Beinamen der Entschlossene gab. Von ihm erzählt man sich, dass er zuweilen morgens beim Frühstück zu seiner Frau zu sagen pflegte, Liebling, mir ist heute Vormittag nach Krieg zumute. Wir essen etwas später. Und nun, meine Damen und Herren, nun folgen Sie mir bitte in den letzten Saal. Das ist also Karl der Entschlossene. Das waren noch Zeiten damals. Da gab es sicherlich noch überall Wald. Nett sieht er aus. Und so männlich. Ach, das kann eigentlich gar nicht so schwer sein, so entschlossen zu sein. Vorausgesetzt, man ist entschlossen genug. Müssen wir nicht schon weitergehen? Nein, bitte, bitte bleiben Sie noch. Karl der Entschlossene fasziniert mich. Hier ist das Bett des Reichsgrafen Karl. Und nun, meine Herrschaften, danke ich Ihnen für Ihr Interesse und für das, was Sie mir jetzt geben werden. Danke. Danke, danke, danke euch. Dankeschön. Jetzt müssen wir aber gehen, Karl. Kommen Sie. So. Ah, das ist sicher die Rüstung von Karl dem Entschlossenen. Diese Haltung und dieser ganze... Karl, wo sind denn die anderen? Ja, ich weiß nicht. Hallo. Wir sind eingeschlossen. Ist auch zu. Wir müssen uns bemerkbar machen. Oh, das geht nicht. Das wird einen furchtbar schlechten Eindruck machen. Ich habe fast das Gefühl, Sie wollten, dass wir hier eingeschlossen werden. Ich? Also das dürfen Sie nicht glauben. Es muss doch irgendwo noch einen anderen Ausgang geben. So ein Schloss einfach herrlich. Aber wir können doch hier nicht übernachten. Warum nicht? Ein Bett ist ja da. Oh, entschuldigen Sie. Das ist bestimmt das Bett von Karl dem Entschlossenen. Und ich meine, der kommt heute bestimmt nicht nach Hause. Servus, guter Mann. Haben Sie vielleicht für heute Nacht ein kleines Kämmerchen? Nein, total ausverkauft. Gute Nacht. Gute Nacht, leicht gesagt. Ich bin schon so mir. Ja, komm, dann trag den Koffer, wirst du wieder frisch. Ich ja finde dich na wundervoll, wunderbar, wunderschön. Und nur für dich könnte ich jede Dummheit auf Erden begehen. Seit ich dich nicht vergessen kann, bist du mein Lebenslauf. Und jeder Tag fängt mit dir an und hört auch mit dir auf. Denn ich finde dich wundervoll, wunderbar, wunderschön. Und werde nie im Leben von dir gehen. Ich träum nur von dir.
was kann ich dafür? Ach, lass doch das Träumen lieber sein. Oh nein, ich lieb dich zu sehr. Das ist ein Malheur. Fällt dir denn nicht etwas Besseres ein? Ich hab was. Ich finde dich wundervoll, wunderbar, wunderschön. Und werde nie im Leben von dir gehen. Sie sollten sich auch ein bisschen hinlegen, Karl. Ja, aber wo? Ich kann doch nicht. Na, warum nicht? Wir wechseln uns ab. Jeder eine Stunde. Ja. Wie liegt man denn da? Gut. Wirklich gut. Jetzt bin ich ganz allein mit Ihnen. Und jetzt könnte ich Ihnen auch sagen, dass ich... Jetzt muss ich Ihnen sagen, was ich Ihnen schon im Wald und am Großglockner und überhaupt... Anja, ich liebe Sie. Ja? Ja. Schade. Was denn? Dass Sie so gar nichts von Karl dem Entschlossenen haben. Nun hör doch endlich auf, so dämlich zu weinen. Wir werden schon ein Zimmerchen für dich finden. Deswegen weine ich ja nicht. Mir ist ja so schlecht. Es schluckt sie mir alles klar auf den Morgen. Morgen. Sieh mal, Kind, aus uns beiden kann ja nie was Ganzes werden. Ich verstehe dich ja nur halb. Magen, nicht wahr? Mehrzahl die Mägen. Mägeten's mich, wenn ich Magen sage? Sagot. Sagen würde. Was soll ich sagen? Schau, Puppe, dein Vater will dich doch glücklich sehen. Na, nur verheiratet. Oh. Die letzte Nacht werden Sie jetzt wenigstens genügend Platz haben. Mhm. Na, ich wundere mich direkt, dass diese verwöhnte Person auf sowas geschlafen hat. Vielleicht hat ihr gerade das gefallen. Mal was anderes. Nicht immer die weichen Hotelbetten. Möglich. So ist das im Leben. Man will immer das, was man nicht hat. Ja, Sie träumen höchstwahrscheinlich von den weichen Hotelbetten. Ich? Sicher. Aber damit haben Sie schon recht. Es gefällt einem meistens, was man nicht bekommt. Ja, da muss man eben versuchen, dass man es kriegt. Meinen Sie? Ja, die Sache muss natürlich ein Versuch wert sein, ne? Gestatten Sie? Gute Nacht. Bitte, ist da vielleicht ein fräulein Polsterer bei Ihnen abgestiegen? Ja, die Koffer von der Dame sind bereits da, ja? Aber Sie selbst... Ja, wo die Koffer da sind, dann ist es schon... Und der Chauffeur, wohnt der auch hier? Was für ein Chauffeur? Ja, der Chauffeur von fräulein Polsterer. Na, bei uns nicht. Gott sei Dank, da bin ich beruhigt. Und könnten Sie mir nicht sagen, wo ich den finden könnte, den Chauffeur? Ja, gut. Gehen Sie mal in die Garage hinüber. Dort hat er den Wagen eingestellt. Ja? Die werden Ihnen sicher eine genaue Auskunft geben können. Ja, nein, danke. Danke, Herr Meier. Ja, jetzt hätte ich beinahe vergessen. Haben Sie ein Zimmer für mich frei? Nein, da sind wir ganz komplett. Badezimmer wären noch frei. Dann schlafe ich halt in der Badwanne. Ja. Der Doktor hat mir ohnehin Bäder verschrieben. Für die Gicht. Ja. Bitte den Koffer lasse da. Ja? Bitte schön. Ja. Habe ich die Ehre. Gehen Sie so freundlich. Ich brauche eine Auskunft von Ihnen. Ja, bitte sehr. Mein Name ist Grenzlein. Ich bin Kollege sozusagen, weil ich habe auch eine Tankstelle in München. Aha. Ich bin da nämlich hinter einer Sache her. Es handelt sich um einen Cadillac, um einen lichtblauen. Ein lichtblauer Cadillac? Der steht bei uns in der Garage. Ist er da? Ist der vielleicht gestohlen? Ich werde sofort die Polizei verständigen. Nein, aber woher? Wer braucht denn die Polizei? Gestohlen ist er nicht. Ja, wenn er nicht gestohlen ist, warum rennen Sie denn dann hinterher? Ja, das ist eine Familiensache. Sonst können Sie sich nicht erinnern, wer den Wagen gebracht hat. Wer den Wagen gebracht hat? Moment, ich kann mich genau erinnern. Ja, denk's doch. Das war ein junger, gut aussehender Mann, so zwischen 24 und 30 Jahre, dunkel, so südländischer Typ und schwarzer Schnurrbart. Stimmt! Das ist er. Das ist er, nicht der Typ. Das ist mein Neffe. Und dann? Wo ist er denn dann hingefahren? Ja, das weiß ich nicht. Er ist dann in einen
Schwimmwagen eingestinkt, der einen Wohnanhänger gehabt hat. Na, ja, das müsste man wissen, wo er hingefahren ist. Höchstwahrscheinlich am Campingplatz. Ne? Das sagt dann doch der gesunde Menschenverstand. Was? Das sagt ihm der gesunde Menschenverstand, dass einer auf eine nasse Wiesen fährt und sich dann mit die Frisch ins nasse Gras legt, damit er die Gicht kriegt. Naja, sowas. Dankeschön. Ja. Wo gehen Sie denn jetzt hin mitten in der Nacht? Auf die nasse Wiesen, zu die Frisch. Wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Rollen. Manfred! Ja? Manfred! Ist was passiert? Ich kann nicht einschlafen. Sie sollen sich zudecken. Macht es Sie nervös? Na, natürlich macht mich das nervös. Soll ich Ihnen auch sagen, warum es mich nervös macht? Ja? Ja, ich liebe Sie nämlich. Was? Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, aber das ist doch sehr schön. Ja, natürlich ist das schön. Aber bei mir ist das so, wenn ich eine Frau liebe, dann will ich sie heiraten. Ach so. Ja, ganz sachlich gesprochen. Ja, ich weiß, ganz sachlich gesprochen. Du. Ach, so etwas hatte. In was bin ich denn jetzt wieder reintreten? Kinder, ach, das ist ja... Oh, wer da? Halt, gut, Freund. So eine Frechheit. Entschuldigen, bitte, entschuldigen. Na, mein Gott. Kind, doch liebenswürdiger sein. So was, kein Gas, kein Licht, keine Wasserleitung, keine Hausnummer. Na, froh wie er sein, weil ich doch, das hat ja Kinder. Ach, Manfred, Mann, da ist er. Ja, und da ist, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass ich dich gefunden hab. Ich such dich ja schon überall. Was ist denn los? Aber furchtbar, eine furchtbare Geschichte. Ja? Der Dings, der Polsterer hat erfahren, dass du mit dem Wagen gefahren bist, statt mir. Du bist doch nichts dabei. Ja, nichts dabei, mein Lieber. Das sagst du. Ja, hast du Unannehmlichkeiten deshalb? Bitte, das weiß ich. Das kommt darauf an, ob den Herrn Polsterer was passiert ist. Was soll denn passiert sein? Schau, du bist jung. Sie ist jung, so ist es bei so jungen Leuten doch kann leichter so ein Blödsinn vorkommen. Schau, Onkel, ich bin noch verliebt. Ja, da hast du... Mein Gott, na, wenn das der Polsterer erfahrt. Aber nein! Aber ja. Bitte, der hat mich ja schon vorhin, bevor er noch etwas gewusst hat, telefonisch erwürgen wollen. Aber nein, ich bin doch nicht in das Fräulein Polsterer verliebt, sondern in die Brigitte bin ich verliebt. Schon in die Brigitte? Ja. Mein Gott, die kenne ich gar nicht. Aber Onkel, die sitzt da drin. Es ist ja wurscht. Hauptsache, dass eine andere ist. Bitte, jetzt haben wir doch den deutlichsten Beweis, dass du dem Herrn Polsterer in keiner Weise nahegetreten bist. Nein, der Polsterer, der kann von mir was erleben. Okay. Der kann... Und du freust dich wirklich, jetzt ja? Jetzt freue ich mich aber wirklich. Tschüss. Ja. Jetzt gehe ich. Wohin? In die Badwanne. Was, jetzt willst du baden? Nein, schlafen. Ja. Also, grüß dich gut. Gute Nacht. Ich wäre schon froh, wenn ich zu Hause wäre, mein Lieber. Hier hielt Reichsgraf Karl seinen Kriegsrat ab, bevor er seine Gegner am folgenden Morgen im Schlaf überraschte. Und nun kommen wir in den letzten Saal unserer Führung. Bitte mir zu folgen. Karl, aufstehen. Was? Wie? Sind wir schon verheiratet? Nein. Schade. Aber es kommen Leute. Leute. Komm schnell, Leute. Hier, meine Herrschaften, ist das Bett, wo Reichsgraf Karl geschlafen hat, bevor er am nächsten Morgen zeitlich aufbrach, um in den Krieg zu ziehen. Look, darling, how realistic. It is like 1,000 years ago. Still warm. Und nun danke ich Ihnen für Ihr Interesse und für das, was Sie mir jetzt sehen werden. Danke. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich dich wieder ins Schlosshotel zurückbringen.
Nein, das musst du nicht. Nein? Ach, du meinst, wir sollen vor deinem Vater fliehen? Nein, das ist gar nicht notwendig. Und Herr Polsterer? Mit Herrn Polsterer habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin Brigitte Mansfeld und nur eine stellungslose Telefonistin. Nur? Gott sei Dank, Brigitte. Ja, und was ist jetzt mit Anja Polsterer? Was ist mit meiner Tochter geschehen? Ich bin untröstlich, Herr Direktor. Aber das ist mir doch völlig egal. Soll ich Sie vielleicht trösten? Ich frage Sie, wo ist meine Tochter? Das gnädige Fräulein Tochter ist leider bis jetzt noch nicht eingetroffen, Herr Direktor. Was sind das für Koffer da? Das sind die Koffer meiner Tochter. Und Sie behaupten, meine Tochter ist nicht eingetroffen. Ja, es sind eben nur die Koffer eingetroffen, Herr Direktor. Sie brauchen nicht zu glauben, dass Sie mich für blöd halten können. Wieso sind die Koffer da, wenn meine Tochter nicht eingetroffen ist? Ich werde Ihnen sagen, was geschehen ist. Meine Tochter ist angekommen, wieder weggegangen. Sie war die ganze Nacht nicht in diesem Hotel. Sie hat die ganze Nacht, ich frage Sie, wo war meine Tochter heute Nacht? Aber nein, bitte, Herr Direktor, reden Sie sich nicht auf, es ist ja alles in Ordnung. Aber Sie sind auch da und sagen, es ist alles in Ordnung, wenn Ihr Neffe mit meiner Tochter... Aber nein, Ihre Tochter hat ja die ganze Nacht hier geschlafen, auf einem Polster, Herr Polsterer. Reden Sie keinen Blödsinn, meine Tochter hat hier nicht geschlafen. Meine Tochter war die ganze Nacht nicht in diesem Hotel und das verdanke ich alles Ihrem sauben Herr Neffen. Aber das sage ich Ihnen, wenn er ihr auch nur ein Haar gekrümmt hat... Mein Neffe krümmt nicht. Mein Neffe ist ein hochanständiger Mensch. Ja, sehr anständig, ja. Sicher ein reiches, wohlhabendes Mädchen heranzumachen. Der hat sie nicht herangemacht. Und das ist eine Verleumdung. Aber ich werde Ihnen zeigen, was ein Polsterer sich leisten kann. Ja. Ich gehe zur Polizei. Ja, bitte. Ich gehe zu Gericht. Ja. Ich kann mir das leisten. Ich nehme mir einen Staatsanwalt. Ich kann mir das leisten. Ich kann mir sogar einen Oberstaatsanwalt leisten. Das ist Justizmord. Justizmord! Aber das macht uns nichts. Wir haben ja unser Alibi. Nicht wahr? Was haben Sie für ein Alibi? Kommen Sie. Na, wohin denn? Zum Lokal aufsteigen. Na, Vorsicht. Immer die Leute schauen nämlich. Oh, verzeihen. Achtung. Was ist denn? Hauptsache zerkracht. Aber ganz im Gegenteil. Bitte darf ich bekannt machen, das ist mein Neffe und das ist Herr Polsterer. Was, Sie sind der Herr... Sehr erfreut. Ganz und gar nicht. Also Sie haben meine Tochter entführt. Was heißt entführt? Geführt von München nach Velden. Na ja, von München nach Velden, ja. Das geben Sie also zu. Ja. Aber was dann geschehen ist, das verschweigen Sie. Gar nichts verschweigen wir. Bitte, wir haben ja unser Alibi. Bitte dich, Junge, sei ruhig. Warum? Warum sollte ich nicht reden um unser Alibi? Zeig ihm's den Herrn Polsterer. Bitte. Zeig ihm's, bitte, die Braut. Ja, das geht doch jetzt nicht, die schläft, da kann ich sie nicht wecken. Ach so, ja, das kann er nicht. Warum? Nein, bitte, ich habe meine Frau auch nicht wecken dürfen, wenn sie in Schlummer war. Ja, aber irgendwo muss doch mein Kind sein. Ja, gewiss wird sie wohl, vielleicht weiß einer von deinen Freunden. Wo Sie vielleicht... Ja, hey, hallo! Wie heißt der? Herr Dings! Herr... Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Ich habe nichts mit Ihrer Tochter gemacht. Wo waren Sie heute Nacht mit ihr? Ach, Sie sind der Vater. Ich versichere, wir haben die ganze Nacht ein Hotelzimmer gesucht. Ach, das geben Sie ja so zu. Sie unverschämt! Bitte sag doch deinem Vater, dass es die Wahrheit ist. Aber das ist ja gar nicht mein Vater. Ach, das ist ein Missverständnis. Das habe ich ja gleich gewusst. Über mich braucht sich kein Vater aufzuregen. Im Gegenteil, mir vertrauen ja die Väter ihre Töchter an. Also, Sie wollen mir meine Tochter wegnehmen? Wegnehmen? Nein, hier, zurückgeben. Das ist ja der reinste Mädchenhandel. Also, Sie behaupten von meiner Tochter nichts zu wissen. Na, ich weiß nur eins, dass ich jetzt schlafen muss. Meine Herren, jetzt möchte ich endlich einmal wissen, wo war meine Tochter heute Nacht? Vielleicht fragen Sie sie am besten selbst. Aber machen Sie doch keine Witze. Oh, absolut nicht, da kommt ja Ihre Tochter. Das ist nicht mein Vater. Das ist genau derselbe Dickschädel wie der alte. Was soll das heißen? Ich habe genug. Jetzt will ich endlich einmal wissen, wo ist meine Tochter? Hier, Papa. Anja, mein Goldkind. Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Brigitte. Nein, Anja. Aber Manfred, ist doch ganz gleich, ob du Anja oder Brigitte zu mir sagst. Hauptsache ist doch, dass wir uns lieb haben. Entschuldige, Papa, ich bin an allem schuld. Ach, Unsinn. Sie sind an allem schuld. Aber was ich immer bin ich. Sie schieben alles auf die anderen. Und Ihre Tochter? Beleidigen Sie meine Tochter nicht. Ich beleidige nicht Ihre Tochter, aber Sie beleidigen meinen Neffen. Das ist ein sehr schwerer Schlag für ihn. Er wird ihn überwinden. Gar nichts wird er überwinden. Er liebt sie doch. Na ja, also Ihr Neffe mag ein ganz netter Mensch sein. Was heißt das? Er ist sogar ein sehr netter Mensch. Bitte, aber... Und Ihre Tochter ist ja ausgesprochen eine Schönheit. Ja, das hat sie von mir. Ja, also, sie ist schlanker.
sie ist schlanker. Aber bitte, die Züge, hat sie. Das sind, sie sind eine, ja, wie aus dem Gesicht gerissen. Na, und Sie lieben sich, sagen Sie? Ja, da schauen Sie doch, da schauen Sie. Na ja, also nach allem, was passiert ist und wenn man sich das so überlegt, Johnny, vielleicht das Gescheiteste. Herr Polsterer, bitte, Sie haben eine sehr raue Schale, aber einen sehr feinen Kerl. Herrlich, ganz einfach herrlich ist diese Welt, wenn sie mal hält, was man sich immer vorgestellt. Immer vorgestellt, wenn sie wollen, wenn sie wollen. Bringen Sie mal den Stein ins Roll, der auf meinem Herzen liegt und schon einen Zentner wiegt. Wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, bringen Sie mal den Stein ins Roll. Es genügt ein kleines Jahr und der Stein ist nicht mehr da, nicht mehr da.